wäre. Hier hat diese Aktuelle Stunde die FDP-Fraktion gefordert. Deswegen würde sie starten. Und wie ich es eingangs gesagt hatte, sind Bündnis 90 die Grünen diejenigen, die in der Fraktionsrunde starten würden. Bitte schön, Herr Blödner. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, Aktuelle Stunde, Gründe und Auswirkungen der Haushaltssperre. Am 5. Juni hat der Oberbürgermeister eine Haushaltssperre verhängt. Erwartete ungedeckte Mehrkosten 2023 57,8 Millionen Euro, 2024 92,8 Millionen Euro. Dazu noch eine Liste mit weiteren Themen und Risiken bei DVB, Bädern und mehr, die nochmal dazukommen, mit weiteren deutlich zweistelligen Millionenrisiken. Parallel werden für die entstehenden Mehrkosten schon andere Budgets und Projekte angeknapst und damit unmöglich gemacht. Hier sei auf die Mehrkosten Steierstadion verwiesen, die durch die Margon Arena geplante Budgets gedeckt werden sollen. Daran wird klar, es läuft etwas aus dem Ruder und wir müssen rechtzeitig reagieren. Man sollte da sachgerecht über einzelne Optionen ohne Schaum vorm Mund diskutieren können, wobei das schwierig wird. Die Linke will alles mit der Einschränkung der Reisetätigkeiten des Oberbürgermeisters erledigen. Andere Themen, Fehlanzeige. Macht's, wenn's gut läuft, vielleicht so 100.000 Euro. Toller Beitrag. Da fehlen nur dann 3 Nullen für eine Problemlösung. Mathematik ist damit unter ein bisschen kompliziert. Die SPD setzt noch einen drauf. Im Wochentag kommen neue Anträge mit jeweils deutlichen Mehrkosten, ohne Ideen zur Finanzierung. Da ist die Lösung, Dr. Lames wieder zum Finanzbürgermeister zu machen. Der zaubert dann irgendwie, obwohl er die Probleme uns strukturell ja mit eingebrockt hat. Seien wir ehrlich und schauen auf den Haushalt. Ein Blick zurück hilft. Einnahmen 2018 1,587 Milliarden Euro. Dieses Jahr 470 Millionen mehr, knapp 30% in 5 Jahren. Ausgaben noch ein bisschen mehr gestiegen. Wenn man das mal runterrechnet, haben wir eine durchschnittliche Steigerung der letzten 5 Jahre von jedem Jahr 6% unserer Ausgaben. Die Inflationsrate seit 2018 mit diesem und letztem Jahr eingerechnet, lag durchschnittlich bei 3,5%. Klingt nach einem kleinen Unterschied, 6 versus 3,5%. Wenn man es aber mal über die 5 Jahre hochrechnet, heißt das, hätten wir als Stadt nur die Ausgaben in Höhe der Inflationsrate erhöht, hätten wir dieses Jahr 195 Millionen weniger auszugeben bzw. mehr übrig. Das heißt, wir haben zu viele und zu hohe Ausgaben. Die Kosten und Leistungen der Stadt haben sich massiv gesteigert. Bisher hat es mit den Einnahmen gut geklappt, aber das scheint vorbei. Man hofft noch auf Wunder, aber das ist unwahrscheinlich. Vielleicht trägt die Sachsenenergie einen kleinen Teil bei, aber alles andere wird schwierig. Wenn das Wirtschaftswachstum runtergeht, gibt es nochmal zusätzliche Probleme. Da braucht es Lösungsansätze. Der größte Posten sind die Mitarbeiter der Stadt. Mit Kosten für Räume, IT und so weiter inkludiert, sind es jährlich mehr als 500 Millionen Euro. Die Kernverwaltung hat fast 500 Stellen mehr besetzt als 2018. Warum? Hat sich da wesentlich etwas verbessert? Soll die Digitalisierung nicht zu einfacheren Prozessen führen? Wenn man sich so manche Vorlage anschaut, Regelungsfreude und Detailverliebtheit deuten dann doch durchaus auf etwas zu viel Personal in der Verwaltung hin. Mit Digitalisierung und weniger Kleinteiligkeit muss es das Ziel sein, den Personalstand von 2018 wiederherzustellen. Über Altersabgänge ist es problemlos möglich, es ohne Schwierigkeiten umzusetzen. Das ist sicherlich der entscheidende Kostenblock, wo man 50 Millionen Euro pro Jahr einsparen könnte und sollte. In den letzten Jahren wurden die sozialen Sicherungen durch Bund und Land deutlich ausgebaut. Erhöhungen durch Bürgergeldeinführung, Erhöhungen mit der Wohngeldreform, Bundesteilhabegesetz für Menschen mit Handicap, Bildung und Teilhabe für Kinder aus sozial schwachen Familien, 49-Euro-Ticket für die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs. All das setzen wir um, kommt vielen Menschen zugute. Als Stadt brauchen wir dafür teilweise deutlich mehr Ressourcen als vorher. Dem stellt sich dann die Frage, ob Fördermaßnahmen, die vor diesen Verbesserungen eingeführt wurden, überhaupt noch nötig sind oder ob vieles durch das Bund und Land jetzt im Wesentlichen abgedeckt sind. Deswegen sollte man die Fördermaßnahmen überprüfen und beispielsweise Dinge wie den Dresdenpass streichen. Die Kosten der DVB explodieren. Da wurde munter weiterbestellt, Zusatzleistungen kreiert, die Kosten mit dem Stadtbrandprogramm und die Folgekosten im Straßenbau laufen aus dem Ruder. Da braucht es langfristig strategischen Weitblick. Folgekosten sollte man immer mitdenken. Da mahnen wir als FDP-Fraktion schon lange, und um genau das, was jetzt passiert, zu verhindern. Die Vorschläge der DVB mit Einstellung Standseilbahn, Schwebebahn oder ganzer Buslinien, Maßnahmen, die auch für uns nicht tragbar sind. Aber genau das passiert, wenn man in die eine Richtung zu lange die Kosten überdreht. Die Landung wird dann umso härter. Deshalb braucht es ein langfristiges Maßhalten der DVB. Überprüfung Kostenstrukturen und der Taktung und Service in Randzeiten. Schauen, ob beim öffentlichen Dienstleistungsauftrag vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen weniger geht. Zusatzleistungen können auch private Anbieter übernehmen. Wenn man immer hört, wie erfolgreich die Mobibikes sind, natürlich ist eine Dienstleistung
die ich verschenke, erfolgreich. Aber es müssen, müssen alle bezahlen für die, die es nutzen. Die DVB muss sich da auf den Kernauftrag konzentrieren. Auch die wirtschaftlichen Beteiligungen der Stadt gehören regelmäßig auf den Prüfstand. Muss die Stadt alles selber machen? Privaten Unternehmen Steine in den Weg legen und selber vieles versuchen. Und da kommen wir dann auch zum wichtigsten Punkt oder zum letzten Punkt, die Wirtschaftsfreundlichkeit der Stadt. Dort gibt es erheblichen Verbesserungsbedarf. Viele haben gar keine Lust mehr, was zu machen oder auf die Beine zu stellen, weil es immer neue Regeln, Auflagen gibt, sei es die Baubranche, sei es Feste oder Veranstaltungen. Wenn die Rahmenbedingungen verbessert werden, Stichwort ermöglichende Verwaltung, eben durch weniger Richtlinien oder Auflagen, wird das der Wirtschaft guttun und führt zu höheren Einnahmen. Aber man scheint insbesondere da in Teilen der Stadtverwaltung lieber kompliziert zu denken und verhindert das eine oder andere. Das als Auftakt. Problemstellungen und Zahlenwerke sind klar. Jetzt kommt es darauf an, einzelne Maßnahmenpakete für die Stadt zu erarbeiten. Wir haben die ersten Vorschläge in den Ring geworfen und die Diskussion eröffnet. Über die Kommentierung wundert man sich dann ja. Nicht hilfreiche Hammersparforderungen oder Ähnliches. Da scheint über die letzten Jahre einigen die Relation abhanden gekommen zu sein. Und der Umgang mit großen Zahlen wird schwierig. Wenn man unsere Ideen mal alle aufsummiert und 100% sofort umsetzen würde, selbst dann würden wir nur mit Augen zudrücken, auf jetzt das entstandene Haushaltsloch überhaupt kommen. Da ist noch nichts extra. Das heißt, de facto haben wir da durchaus noch ein bisschen Zurückhaltung angefangen. Das heißt, Füße stillhalten und abwarten sorgt dafür, dass die Landungen in ein oder zwei Jahren noch deutlich härter werden. Als FDP sind wir gespannt auf die Lösungsansätze der anderen Fraktionen und bitten dann doch, die Zahlen, nicht die ein oder andere Null zu vergessen, damit wir dort vorwärts kommen und den Haushalt wieder auf solide Beine stellen. Danke. So, wir kommen in die, oder steigen ein in die Fraktionsrunde und kommen zur Bündnis 90 Grünen, Herr Hans. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen im Stream. Herr Blödner, vielen Dank, dass Sie noch mal Ihre Kürzungsvorschläge hier vorgestellt haben. Also Sie haben ja auch extra die Aktuelle Stunde dazu beantragt, um das hier prominent vortragen zu können. Ich nehme es gleich vorweg als Zusammenfassung. Das, was Sie vorschlagen, ist aus unserer Sicht ein Irrweg. Ich will es auch begründen. Ich fange mal mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt an, der gerade jetzt in der jetzigen Zeit sehr wichtig ist aus unserer Sicht. Und da haben wir jetzt ja auch bei der Unterbringung der Geflüchteten zum Beispiel und nachher bei den Stadtbezirksbudgets und auch die Beauftragten sind sehr viel in dem Bereich tätig, quasi schon drüber gesprochen und werden auch drüber sprechen. Wir halten das auch das Kürzen beim Dresdenpass, was Sie vorschlagen oder den überhaupt sozusagen aufzugeben, für den falschen Weg. Wir werden diesen Anträgen nachher zustimmen in dem Bereich. Wie gesagt, wir müssen ja gerade zur Zeit sehen, dass nicht bei den Bedürftigsten gespart wird, weil die finanziellen Einnahmen, die sind an anderer Stelle zu tätigen. Sie haben jetzt schon ein bisschen zurückgerudert, nachdem, glaube ich, zu viel Gegenwind kam, was Kürzungen bei der DVB angeht. Trotzdem haben Sie ja eigentlich dann doch wieder durch die Hintertür ausgeführt, dass da was möglich ist. Dann sage ich Ihnen, es ist einfach die Fortsetzung der Politik Ihres FDP-Verkehrsministers Wissing, der genauso die Verkehrswende verweigert. Es überrascht jetzt nicht, aber wir brauchen die Verkehrswende in Dresden, deswegen stehen wir für Kürzungen nicht zur Verfügung. Wir brauchen ja einen attraktiven ÖPNV und auch da gilt wieder, wenn Sie den ÖPNV einkürzen, die Leistung verschlechtern, treffen Sie auch diejenigen, die darauf angewiesen sind, die nicht ihr eigenes Auto haben, auch wieder zum Teil die Bedürftigsten sozusagen in unserer Stadt. Und hier komme ich zu einem Einnahmevorschlag, also der ist ja gar nicht von uns selber gekommen, sondern dankenswerterweise hat der Oberbürgermeister ja Vorschläge auf den Tisch gelegt, die sind jetzt gerade wegen Formalien sozusagen nochmal zur Überarbeitung und da stehen wir weiterhin dahinter, das haben wir jetzt schon lange deutlich gemacht, dass wir diesen zustimmen können und ich würde mich freuen, wenn erstens der Oberbürgermeister selbst trotzdem jetzt im Herbst, wenn Sie wieder in den Stadtrat kommen oder in die Ausschüsse, bitte doch auch selbst noch mal ein bisschen mehr Initiative übernimmt, mit einem Großteil des Stadtrates darüber zu reden. Gleichzeitig muss ich einfach mal die Kolleginnen und Kollegen von der Linken und von der CDU auffordern, dann wirklich auch ernsthaft über die Dinge, die der Oberbürgermeister vorgelegt hat, zu verhandeln, dass zumindest ein Einstieg in diesem Jahr noch irgendwie gelingt und perspektivisch entsprechend dann auch Einnahmen für die Stadt generiert werden können. Wir haben einfach
aber ein Problem, das muss ich jetzt ein bisschen kürzen hier, aber zusammenfassend kann man sagen, dass das Konnektivitätsprinzip, also das heißt, wer die Aufgaben bestellt, muss sie auch bezahlen, dass dieses vom Bund, auch teilweise vom Freistaat, verletzt wird. Und da muss man sagen, zum Beispiel Wohngeld ist so ein Beispiel, da sowohl die Wohngeldzahlungen sind nicht komplett kompensiert worden und schon gar nicht, dass wir auch noch zusätzliche Mitarbeiter brauchen. Das sind nämlich 50 Mitarbeiter ungefähr, die wir jetzt neu einstellen in dem Personalbereich, um das überhaupt abarbeiten zu können, diese Regelung. Personal, haben Sie gesagt, wollen Sie eher einsparen. Das ist da auch schwierig eben zu sehen, dass das möglich ist. Und genauso bei der Geflüchtetenunterbringung haben wir als Grüne letztens noch mal beim kleinen Parteitag deutlich gemacht, dass die 1 Milliarde, die bisher von Finanzminister Lindner und Bundeskanzler Scholz sozusagen rausgerückt werden, so will ich es mal sagen, nicht ausreichend sind. Für die kommunale Ebene kann man sagen, ist Ihr Bundesfinanzminister das Problem, weil er eben nicht das Konnektivitätsprinzip beachtet. Wenn wir über Personal reden, ja, da kann vielleicht mittelfristig aus der Digitalisierung was passieren. Da hoffen wir uns auch vom neuen Bürgermeister für Wirtschaft und Digitalisierung und Personal, dass da was passiert. Wir brauchen aber unser Personal, wir müssen es halten in einer wachsenden Stadt, sowohl was die Wirtschaft als auch die Einwohnerzahl angeht, glaube ich nicht, dass wir in ganz großem Maße reduzieren können. Aber im Verhältnis natürlich zur Wirtschaftskraft kann da schon was passieren. Bei der Haushaltssperre muss man sich natürlich schon auch noch fragen, warum zum Beispiel die Verwaltung im Bereich der Bewirtschaftung der Schulen erst jetzt gemerkt hat, dass sie da deutliche Mehrkosten braucht. Und wir werden sozusagen als Grüne mit dem Schwerpunkt Klimaschutz, Klimawandelanpassung als Zukunftsaufgaben, die ganz dringend und wichtig sind in unserer Stadt, und das aber in Verbindung mit der Beachtung des sozialen Zusammenhalts, entsprechend die weitere Ausführung der Haushaltssperre begleiten, kritisch begleiten, und wir werden es auch kritisch hinterfragen. Der nächste Punkt dazu ist ja dann der Zwischenbericht, der uns nach der Sommerpause erreichen will. Ich denke, dann muss man noch mal schauen, wie es überhaupt mit der Haushaltssperre weitergeht und bestimmte Überarbeitungen auch von Land, was noch kommen Sie bitte zum Schluss. Genau, letzter Satz, was sozusagen vom Land prinzipiell die entsprechende bessere soziale Beachtung der Strukturen bei den Ausgleichszahlungen müssen dann mit eingearbeitet werden, und in dem Sinne sehen wir uns im Herbst wieder und schauen uns die Haushaltssperre noch mal an. So, als nächste Fraktion, die CDU-Fraktion, Herr Krüger, bitte. Herr Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen Stadträte, geschätzter Kollege Hans, wenn Sie die Linken und uns zu Gesprächen einladen, sagen Sie doch wenigstens den Gegenstand. Ich wusste jetzt nicht, worauf Sie sich beziehen, ich mutmaße es nur. Die Anfang dieses Jahres verhängte sogenannte Haushaltssperre kam nicht wirklich überraschend. Natürlich spielen dabei äußere Umstände, wie zum Beispiel Inflation und Energiekosten, eine entscheidende Rolle. Und auch diese gehen natürlich an der Kommune Dresden nicht spurenlos vorüber. Aber auch die über die geplanten Mittel hinausgehenden Personalkosten, die Zuschüsse an die freien Träger, Verlustausgleiche an unsere Beteiligung sind dabei entscheidende Gründe. Dem stehen Gewerbesteuereinnahmen gegenüber, die zwar auf hohem Niveau weiter sprudeln, aber eben nicht so angestiegen sind wie prognostiziert und geschätzt. Wenn dann noch der Bund die Kommunen sprichwörtlich weitestgehend im Regen stehen lässt, wenn es um die Kostenübernahme bei den Folgen seiner desaströsen Einwanderungs- und Asylpolitik geht, dann steigen die Risiken für den Haushalt dergestalt, dass einfach reagiert werden muss. Und was gerade die Kosten für die Asylunterbringung und allem, was damit im Zusammenhang steht, werden wir in naher Zukunft hier noch Summen hören und zu verarbeiten haben, das uns schwindelig wird. Die Spatzen pfeifen die zweistelligen Millionenhöhen schon jetzt auf den Rathausfluren. Allerdings ist es dabei auch wenig hilfreich, nur nach Berlin oder auf die andere Elbseite zu schauen. Wir müssen hier vor Ort unsere offenkundigen Hausaufgaben machen. Wenn dann in der derzeitigen angespannten Situation immer noch Anträge von Fraktionen kommen, die zum Beispiel auf ein Aufsatteln bei freiwilligen Aufgaben beziehen, dann lässt es einen nur noch kopfschütteln zurück.
dann ist dieses irrationale Handeln nur durch Klientelbedienung oder den schon in Sicht befindlichen Kommunalwahlkampf zu erklären. Verantwortungsbewusstsein sieht allerdings anders aus. Auch angesichts noch nicht zu beziffernden Größen für die DVB-Krise, die in meinen Augen in weiten Teilen hausgemacht ist und die noch ausstehende Ausfinanzierung unserer städtischen Kliniken, sind weitere Beispiele, die uns ein Weitermachen wie bisher verbieten. Zumindest diejenigen hier im Rat, die verantwortungsvoll mit dem von den Bürgern erwirtschafteten Steuern umgehen. Dass es durchaus noch kleine Spielräume gibt, zeigt der heutige Ersetzungsantrag des Oberbürgermeisters zur teilweisen Freigabe der Mittel für die Stadtbezirks- und Ortschaftsräte und die Beauftragten. Dafür mein herzlicher Dank. Steuer- und Abgabenerhöhung, wie insbesondere von der links-grünen Seite immer wieder gefordert, wird es mit der CDU-Fraktion nicht geben. Die Bürger sind durch eine hohe Inflation, halten sich an Sabbel, rasant gestiegene Energie- und Lebensmittelkosten mehr als genug belastet und tragen die Kosten einer unsäglichen Politik in Berlin und anderswo. Mit uns geht keine Erhöhung der Parkgebühren oder eine derzeitige Wiedereinführung von zusätzlichen Belastungen für Gastronomen oder Ladenbesitzer nach Hause, nicht mit der CDU-Fraktion. Was ich ja auch betonen möchte, damit es dem Bürger draußen klar wird: Wir werden nicht dabei sein, wenn die Neuberechnung der Grundsteuer dazu führen soll, das Stadtsäckel zusätzlich zu füllen. Das beträfe Immobilienbesitzer gleichermaßen wie alle Mieter, da die Grundsteuer ja komplett auf die Miete umgelegt werden kann. Wir sagen Ja zu einer aufkommensneutralen. Jemand verletzt? Nee. Wir sagen Ja zu einer aufkommensneutralen Neuordnung der Grundsteuern, sagen ganz klar Nein zu Mehreinnahmen aus dieser Steuerform. Darauf kann sich die Dresdner Bürgerschaft verlassen. Wenn sich die Mehrheit dieses Rates eine notwendige Haushaltsdisziplin und Verantwortung für künftige Generationen auferlegt, werden wir bald die Haushaltssperre aufheben können und auch die von mir eingangs beschriebenen gewaltigen Aufgaben stemmen können, ohne dass es zu einer Neuverschuldung im Kernhaushalt kommt. Das verlangt bei einigen ein gewaltiges Umdenken. Wir sind dazu bereit. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächstes Fraktion Die Linke, Herr Mattis. Herr Vorsitzender des Stadtrates, meine Damen und Herren, aufgerufen ist die Haushaltssperre. Da muss man zunächst mal sagen, was ist die Ausgangslage? Also unsere Ausgaben steigen inflationsbedingt im Moment schneller als die Einnahmen. Die Einnahmen werden natürlich auch steigen. Das ist sozusagen ökonomisch logisch. In dem Moment, wo jemand mehr verdient, zahlt er auch mehr Einkommenssteuer. Es hat allerdings den Nachteil, die Einkommen, die steigen dann zeitversetzt und bei der inneren Verteilung zwischen den verschiedenen Ebenen sozusagen der Politik, Bundes, Bund, Land, Kommunen, sind die Kommunen immer die als Letzte drankommen. Deshalb befinden sich auch sämtliche Kommunen im Clinch mit Bund und Land über die Verteilung der Mittel. Das ist das eigentliche Problem. In dieser Situation machen Kommunen zum Teil aus Protest und zum Teil aus anderen Gründen sogenannte Haushaltssperren. Nun können sich die meisten Leute unter dem Begriff Haushaltssperre wenig vorstellen. Die denken dann oftmals, das ist ja wie bei einer Stromsperre, es wird alles abgedreht, es geht gar nicht mehr. Ganz so ist es nicht. Haushaltssperre heißt Folgendes. Haushaltssperre bedeutet, es werden nur noch die Sachen, der Stadtrat hat Dinge beschlossen, und davon werden ja nur noch die Sachen wirklich finanziert und umgesetzt, die a. entweder gesetzlich vorgeschrieben sind, b. vertraglich gebunden sind oder c. die Sachen, die dem Oberbürgermeister in den Kram passen. Denn alles andere muss ihm dann vorgelegt werden. Früher wurde das dem Finanzbürgermeister vorgelegt, das ist er jetzt der Einfachheit halber gleich selber. Muss ihm vorgelegt werden und wenn es ihm in den Kram passt, dann ist dafür Geld da. Das werden wir heute noch sehen. Und was ihm nie in den Kram passt, da ist kein Geld da.
Und wie das ganz praktisch funktioniert, das könnte ich Ihnen mal an einem Beispiel zeigen. Also folgenden Tweet der Dissidentenfraktion von gestern. Wir werden morgen im Stadtrat dem OB-Vorschlag seiner Stellvertretung zustimmen. Ja, es wird so bestätigt. Es ist ein bisschen leiden jetzt. Im Gegenzug hat er zugesagt, den Großteil der Stadtbezirksmittel aus der Haushaltssprache herauszunehmen, herauszulösen und die Etats der Beauftragten freizugeben. So, das ist also die Sachlage. Die Dissidenten sozusagen haben ein Geschäft gemacht. Sie haben erreicht, dass etwas, was der Stadtrat sowieso beschlossen hatte, nämlich die Mittel für die Stadtbezirke und die der Oberbürgermeister per Haushaltssperre gesperrt hat, dass er die jetzt großzügig wieder freigibt und im Gegenzug sind Sie bereit, obwohl Sie das letzte Mal noch dagegen waren, Herrn Donhauser zum ersten Bürgermeister zu wählen. Das kann man kritisieren, kann man sagen, Kuhhandel, man kann auch sagen, eigentlich ganz clever von den Dissidenten, sie haben dafür, dass Herr Donhauser ja erster Bürgermeister wird, wenigstens noch was rausgeholt. Andere haben zugestimmt, ohne dafür was rauszuholen. Okay, kann man so sehen, aber ich will das gar nicht bewerten, aber das sind sozusagen praktische Auswirkungen in der Haushaltssperre. Und dann kommt es noch dicker, dann kommt die FDP und macht noch tolle Sparvorschläge. Tolle Sparvorschläge. Den Dresden-Pass will sie am besten ganz abschaffen. Klare Aussage, Herr Blödner hat es heute auch noch mal wieder gesagt. Und dann ganz großartig sparen bei der DVB. Also ich weiß nicht, wer von Ihnen es weiß, wir haben heute vor 135 Jahren ist in Dresden die erste elektrische Straßenbahn gefahren. Seitdem gehört öffentlicher Nahverkehr zu einer zentralen Aufgabe der Stadt in Dresden, jeder Großstadt im Grunde genommen und in Dresden auch, ganz selbstverständlich. Und wir haben wirklich einen super öffentlichen Nahverkehr in Dresden, der sehr leistungsfähig ist, aber eben noch nicht leistungsfähig genug für die Zukunft. Und in der Situation fällt der FDP nichts Besseres ein, als da sparen zu wollen. Und dann passiert Folgendes, geradezu reflexhaft. Die FDP schürt den Neid gegen diejenigen, die die Straßenbahn brauchen. Im Namen der Autofahrer und wie auch immer. Und dann melden sich, Herr Hans hat es jetzt wieder gemacht, er hat verschreckt das Wort vergessen, aber er meinte die Parkgebühren und sagt, nein, wir wollen nicht bei der DVB sparen, wir wollen die Parkgebühren erhöhen, um die DVB zu finanzieren. Das war ja Ihr Vorschlag, richtig? Habe ich richtig wiedergegeben. Und nun fragt man sich, was bitte haben denn jetzt die Bargebühren mit der Finanzierung einer gesamtstädtischen Aufgabe zu tun? Für eine gesamtstädtische Aufgabe müssen... Kommen Sie bitte zum Schluss. Kriege ich auch 2 Minuten mehr wie der FDP? Oder gibt es das nur bei Herrn Zastrow und Herrn Blödner? Für eine gesamtstädtische Aufgabe muss die gesamte Stadt aufkommen. Und das ist unsere Kernaufgabe, was wir aus dem städtischen Haushalt zu finanzieren haben, die DVB. Es darf eben nicht willkürlich einzelnen Gruppen auferlegt werden. Es darf weder sozusagen mit der Kampagne der FDP sozusagen gegen die Straßenbahnnutzer noch mit der Kampagne der Grünen gegen die Leute, die die Parkgebühren bezahlen müssen. Das ist der falsche Weg. Wir wollen die gesamtstädtische Ausgabe gesamtstädtisch finanzieren. Das ist unsere Aufgabe und dazu stehen wir auch als Grünen. Und diese Aufgabe, den öffentlichen Nahverkehr zu finanzieren, ist wesentlich wichtiger. Das muss auch noch gesagt werden, als ein neues Rathaus. Sie ist wichtiger als irgendwelche Fäden des Oberbürgermeisters oder eine gemeinsame Fahrt nach Mannheim. Vielen Dank. Wir kommen zur nächsten Fraktion und das ist die SPD-Fraktion. Frau Dr. Vogel, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Hilbert, sehr geehrte Beigeordnete, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat. Ich glaube, dass der rechte Weg, ins Paradies einzugehen, der ist, den Weg zur Hölle kennenzulernen, um ihn zu meiden. Machiavelli hat das gesagt und ersetzt man das Wort Hölle durch das Wort Stadtrat, ist man schon mitten in Dresden und in den letzten Haushaltsverhandlungen. Wir erinnern uns, 5 sehr unterschiedliche Fraktionen haben
verhandelt, sich und ihre Parteiprogramme einander ausgesetzt und am Ende einen soliden Haushalt für die Stadt Dresden ausgehandelt. Die FDP wollte schon damals in den Haushaltsverhandlungen ihr neoliberales Weltbild durchsetzen. DVB, Musikschulen, Bildung und Kultur kürzen, denn das braucht man alles nicht aus kommunaler Hand, wenn man zu den oberen 10.000 gehört. Denn dann in der FDP-Welt dieser 10.000 reichen Bürger kann man sich alles privat einkaufen. Privaten Musikunterricht für die Kinder, Privatschulen für die Kinder. In den Urlaub fliegt man mit dem Privatjet der Familie, in der Privatlimousine von Mama. Der private Chauffeur krault den Kindern der FDP-Wähler die Füße, während sie der einzigen noch fahrenden Straßenbahn auf der Königsbrücker Straße in Dresden nachwinken, die mit den restlichen 490.000 Bürgern im 2-Stunden-Takt fährt. Während die Kinder ihnen aus der FDP-Limousine zurufen, ihr seid doch selber schuld, wenn eure Papas und Mamas nicht Unternehmer, Zahnärzte und Rechtsanwälte sind. In unserer schönen neoliberalen Welt ist jeder seines Glückes Schmied. Das ist eine Welt, die die SPD und zum Glück auch die Mehrheit in diesem Stadtrat nicht wollte. Und deshalb haben wir einen sozial ausgeglichenen Haushalt verhandelt, der auch die anderen 490.000 Dresdner Bürger in ihrer ganzen Unterschiedlichkeit im Blick hat. Auch weil es die SPD in diesem Stadtrat gibt, ist der Haushalt ein sozialdemokratischer, ein sozialer Haushalt geworden. Wem dient also politisch diese vom Oberbürgermeister verhängte Haushaltssperre? Allein der FDP. Denn während wir uns hier auf der Vorderbühne und in der Presse streiten über, was soll denn nun gespart werden, welche Straßenbahnlinie fällt weg, Mobi-Bike ja oder nein, wie viel Dresden-Pass können wir uns noch leisten, wird auf der Hinterbühne bewusst und gewollt völlig vergessen gemacht, dass das eigentliche Desaster nicht das Ablenkungsmanöver Haushaltssperre ist, sondern die derzeitige Konstellation eines Oberbürgermeisters in Personalunion als Finanzbeigeordneter. Nicht glücklich ist diese Konstellation in zwei Richtungen. Zum einen ist aus Sicht des Stadtrates handelt es sich um eine Machtanhäufung sondergleichen, dadurch, dass Herr Hilbert in Personalunion Finanzbeigeordneter und Oberbürgermeister ist. Diese Machtanhäufung ist nicht zum Wohle der Stadt, denn es gibt durch diese Personalunion kein Korrektiv zwischen dem Oberbürgermeister und dem Finanzbürgermeister mehr, wie es gedacht ist. Und das ist auch sicherlich Ihnen nicht egal, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, diese Machtanhäufung verlangt nicht nur uns ehrenamtlich im Stadtrat Tätigen viel ab, sie beschädigt auf Dauer auch das Vertrauen in die Demokratie, weil es Autokratie fördert. Am Ende beschädigen Sie sich und das Amt des Oberbürgermeisters selbst. Es muss folglich auch in Ihrem Interesse sein, diese Situation schnellstmöglich zu beenden. Denn, um nochmal Machiavelli zu bemühen, ein Fürst darf nur so viel Furcht verbreiten, dass er, wenn er dadurch schon keine Liebe gewinnt, doch keinen Hass auf sich zieht. Will sagen, Haushaltssperren können ein Weg sein, den Haushalt zu konsolidieren und Haushaltsdisziplin zu erreichen. Strukturelle Probleme der Verwaltungsorganisation lösen sie nicht. Und noch ein allerletztes, weil dies meine letzte Stadtratsrede ist und ich aufgrund meiner beruflichen Veränderung nach Berlin ziehe und mein Stadtratsmandat zum 1. September niederlegen werde. Auch für Haushaltssperren gilt das Wort desjenigen, der vor uns da war, mit uns ist und nach uns sein wird. Was ihr getan habt, einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, und dort steht nicht den Reichsten, sondern den geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Matthäus 25, Vers 40. Bleiben Sie behütet und Ihnen allen einen gesegneten Sommer. Vielen Dank. Wir kommen zur nächsten Fraktion, Freie Wähler, Freie Bürger, Herr Genschmann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Dresdnerinnen und Dresdner, Frau Dr. Vogel, ich wünsche Ihnen
viel Erfolg in Berlin. Ich kann mir das vor nicht vorstellen, wie man, wenn man in Dresden leben kann, nach Berlin ziehen kann. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Am interessantesten finde ich hier, dass die Fraktionen, bis jetzt zwar nur geredet, diese Fraktionen, die vor einem halben Jahr den Haushalt beschlossen haben, sich hier am meisten jetzt zerstreiten über den Haushalt. Ich bin ja Peter und Christoph Blödner bei euren Fraktionen relativ nah dran, rein inhaltlich. Aber wenn ich vom Christian höre, rechtzeitig reagieren, Peter, Haushaltssperre nicht überraschend, dann frage ich mich, wie man den Haushalt beschließen könnte. Aber kommen wir zur aktuellen Stunde. Die FDP, wir wollen einen ehrlichen Haushalt, über einen ehrlichen Haushalt sprechen. Da bin ich dabei. Danke, liebe FDP. Das begrüßen wir. Wir hätten es aber auch begrüßt, wenn in der Haushaltsdebatte mit allen Fraktionen, mit allen demokratisch gewählten Fraktionen geredet wurde und verschiedene Meinungen akzeptiert und Kompromisse gesucht worden wären. Das glaube ich, das hätten die Dresdner gerade auch für ihr Demokratieverständnis sehr gut gefunden. Die sogenannten haushaltstragenden Fraktionen haben aber einen Haushalt beschlossen, in dem Duktus, die fetten Jahren gehen endlos weiter. Statt Maß zu halten, hat man weitere 129 Millionen Euro untereinander in Halbwagendeckungsvorschlägen getroffen, beschlossen und ist jetzt überrascht, dass man nach zwei Jahren Corona, wir hatten davor eine Aktuelle Stunde über die Situation der Veranstaltungen, die eigentlich das Spiegelbild der Wirtschaft eigentlich sind, wie es zurzeit hier in dem Land läuft. Also man hätte das sehen können, man hat so einen Haushalt beschlossen und jetzt weint man Krokodilstränen, dass auf einmal eine Haushaltssperre kommen musste. Aber nein, man gibt leider lustig weiter Geld aus, das ist ja nicht das eigene Portemonnaie. Und es ist noch gar nicht lange her, da haben wir zusätzliche 30 Millionen freiwillige Leistungen beschlossen zur Unterbringung von Flüchtlingen. Unser geldsparender Vorschlag zu Zeltunterkünften wurden als Populismus abgetan. Uns ging es um das Geld der Dresdnerinnen und Dresdner. Bei einem Erstattungsbeitrag für die Flüchtlingsunterbringung von 17,5 Millionen wurde eine Vorlage mit Gesamtkosten von 47,5 Millionen beschlossen. Diese Kosten tragen die Dresdnerinnen und Dresdner mit ihren erbrachten Steuern. Und das widerspiegelt eben unsere Meinung, wie hier im Stadtrat mit Steuergeldern und wie die Ausgaben Kultur in dieser Stadt läuft. Und ich habe es gestern erst wieder in einem Ausschuss erlebt. Dort bringt die SPD wieder eine Vorlage ein. Da gibt es keine Deckungsvorschläge. Wir haben zwar eine Haushaltsdiskussion, aber es klingt alles schön, aber wie es bezahlt wird, ist halt SPD-Politik. Ja, liebe FDP, Sie mahnen Einsparungen im Haushalt an und stimmen dann unseriösen Deckungen zu. Wie gesagt, die Containerstandorte für die 30 Millionen sind da ein deutliches Beispiel. Wir hoffen, dass diese Haushaltssperre, und teilweise habe ich es aus den Reden gehört, vielleicht auch mal wieder in dem Rat Demut hervorruft, was die Dresdnerinnen und Dresdner hier erwirtschaften. Im Moment sprudeln die Steuereinnahmen, Peter hat es richtig gesagt, gerade in der Gewerbesteuer noch von den Großunternehmen. Gehen Sie durch die Stadt, sehen Sie die Veränderung, die wir durch die letzten zwei Jahre Corona erlebt haben. Und wenn das nie als Warnzeichen gesehen wird und wenn wir als Stadtrat es nicht schaffen, gemeinsam nach Lösungen zu suchen, dann geht es uns nicht nur bei der Besetzung dieser Richterposten so, dass wir uns nie einigen können, sondern auch beim nächsten Haushalt. Und wir haben die große Hoffnung, dass dieser Stadtrat für die Dresdner und Dresdner mehr zusammenrückt. Wir müssen nie alle die gleichen Richtungen verfolgen, aber wir müssen miteinander reden, wir müssen um Kompromisse ringen. Und dafür steht die Fraktion Freie Wähler, Freie Bürger. Und wie gesagt, die Haushaltssprache ist da ein deutliches Zeichen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Als nächster Redner für die Dissidenten Herr Schmählich. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Dresdnerinnen und Dresdner, the same procedure than every year, könnte man sagen. Haushaltssperren, die kennen wir, egal wer auf dem Stuhl des Finanzbürgermeisters sitzt. Die nächste Haushaltssperre kommt gewiss, kann man so sagen. Und da hilft auch nichts, dass es hier in diesem Stadtrat, wahrscheinlich in der Mangelung des Roten Peters, jetzt hier ein schwarzes Peterspielchen gibt. Wer denn eigentlich an dieser Haushaltssperre schultert? Klar ist eins, es fehlt in den Jahren 2023 und 2024 im Haushalt etwa so viel, wie die sogenannten haushaltstragenden Fraktionen in ihren Verhandlungen umverteilt haben. Feststellung. Das Im Übrigen habe ich in der Haushaltsdebatte bereits darauf hingewiesen, kann man nachprüfen, ja, darauf hingewiesen, dass hier viel zu optimistische Einnahmeerwartungen formuliert wurden und man sich Ausgaben schön gerechnet hat. Ich sage mal nur ein Beispiel. Da hat man einfach die Mittel für Hilfen zur Erziehung runtergesetzt, so getan, als ob man die Ausgaben nicht hat, obwohl wissend, dass wir sie haben werden, aber natürlich auch wohl wissen, dass es Pflichtaufgaben sind und das Geld dann irgendwo herkommen muss. Das heißt also, und das ist das, verehrter Kollege Blödner, was ich an dieser Debatte hier ganz seltsam finde. Sie selber haben die Verantwortung dafür, dass wir jetzt eine Haushaltssperre haben und niemand anderes. Und da können Sie sich nicht rauslügen. Sie müssen eingestehen, dass Ihre haushaltstragende Fraktion, ja, ich sag mal, sowas Ähnliches war wie ein Wünsch-dir-was-Orchester, das versucht hat, für alle was rauszuholen. Das mag ja denn gut sein, aber am Ende kann ich nur sagen, viele Köche verderben den Brei. Das ist ein altes Sprichwort und jeder hat so irgendwas mitgenommen. Aber keiner war bereit, und das finde ich auch sehr bemerkenswert, keiner war bereit, daraus dann am Ende die Konsequenzen zu ziehen. Denn zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltes lag der Antrag des Oberbürgermeisters zum Beispiel zur Finanzierung der DVB und damit auch zur Absicherung des Haushaltes vor. Wenn ich eine verantwortungsvolle Koalition, die einen Haushalt verabschieden will, bin, dann treffe ich auch Einigungen darüber, wie ich damit umgehe. Und das haben Sie offensichtlich nicht. Die FDP und die CDU, Herr Krüger hat es ja eben gerade auch deutlich gemacht, denen war von vornherein klar, dass sie diese Vorstellungen nicht mittragen und damit nicht nur die DVB, sondern auch diesen Haushalt gefährden. Das muss man festhalten. Und wenn dieser Antrag des OBs mittlerweile seit einem halben Jahr regelmäßig mit immer fadenscheinigen Argumenten oder Begründungen im Ausschuss vertagt wird. Ich weise mal darauf hin, lieber Thorsten Hans, am Anfang war auch die grüne Fraktion in der Vertagungskoalition dabei. Ja, es ist so, entschuldigt, das kann man im Protokoll nachlesen, es hat meistens zwei Gegenstimmen gegen die Vertagung gegeben, die des Oberbürgermeisters und meine. Halten wir einfach mal so fest. Ja, da könnte er ja im Grunde genommen auch gerne dagegen protestieren. Das war nun mal einfach so. Und die Linke hat dort, weil es ja auch um diese Frage der Parkraumerweiterungen, Parkraumausweitungen und Erweiterung des Anwohnerparkens ging, hier wirklich billigste Autofahrerlobbypolitik betrieben und hat sich kein bisschen der politischen Verantwortung gestellt. Deshalb muss man, ja, Kollege Würz. Ein Glück, dass der Kollege Würz nicht das Rechtsamt leitet. Darüber kann man doch wirklich auch nur froh sein. Und deshalb muss ich in aller Deutlichkeit formulieren, dass Sie die Chuspe haben als FDP, als diejenigen, die mitverantwortlich dafür sind, dass wir jetzt unter einer Haushaltssperre auch leiden, dies zum Thema einer aktuellen Stunde zu machen und mit den Fingern auf anderen zu zeigen, das finde ich schon sehr mutig
und fragwürdig zugleich. Wir können von Glück reden, und das sage ich ganz ausdrücklich, dass auch manchmal im Gegensatz zu anderen Finanzbürgermeistern in der Vergangenheit, ich kann da Herrn Pohjohann nennen und ich möchte auch Herrn Lames nicht aussparen, der Oberbürgermeister mit dieser Haushaltssperre doch mit Augenmaß bisher umgegangen ist. Und die Tatsache, dass wir auch eine Lösung finden für einen sehr entscheidenden Teil der Daseinsvorsorge in dieser Stadt, nämlich die Mittel der Stadtbezirksbeiräte oder auch die Mittel der Beauftragten, finde ich einen Beweis dafür, dass er kompromissfähig ist, kompromissbereit ist und auch im Grunde genommen zum Wohle dieser Stadt agieren will. Zum Schluss. Ich komme zum Schluss. Jeder, der sich nach außen hinstellt und die Haushaltssperre angreift und jeder, der im Grunde genommen anderen die Schuld gibt, und da gucke ich wirklich ganz bewusst die Vertreter von links bis FDP nacheinander an. Euch kann ich nur empfehlen, fasst euch an die eigene Nase. Vielen Dank. So, und zum Abschluss der Fraktionsrunde für die AfD-Fraktion, Frau Dr. Schips. Sehr geehrter Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, wir haben ein Ausgabenproblem. Unsere Stadt gibt mehr aus, als wir uns leisten können. Und der Hans, Ausgabenproblem heißt, wir haben zu viel Ausgaben, nicht zu wenig Einnahmen. Und mit der AfD wird es kein weiteres Abkassieren der Bürger geben. Wir werden an den Ausgaben schrauben. Und dieses Ausgabenproblem, und jetzt hören Sie genau hin, haben wir nicht erst seit dieser Haushaltssperre, auch nicht seit diesem Haushalt. Wir haben es, seitdem der linksgrüne Sozialismus das Leben der Bürger in unserer Stadt bestimmt. Ja, schreien Sie nur, schreien Sie nur, schreien Sie nur. Was heißt das konkret? Diese Stadt lebt seit Jahren auf großem Fuß und leistet sich Luxus, Prestige und Ideologieprojekte, als gäbe es keinen Morgen. Ohne Willen zur Besserung. Nicht die Hölle, Frau Dr. Vogel, sondern ein Fegefeuer der Eitelkeiten. Vielleicht kennen Sie das Buch ja noch. In Sichtweite des Rathauses hat sich der Oberbürgermeister nicht ein Grabdenkmal wie ein ägyptischer Pharao, sondern ein Bürokratiedenkmal gesetzt. Das ist im Rohbau. Finanziert wird das neue Verwaltungszentrum, neuerdings genannt Stadtforum, über eine Bad Bank, anderer Name dafür KID, städtische Gesellschaft, die Kredit aufnehmen muss. Vor ein paar Monaten haben wir die Anhöfe angemietet. Ich denke mal, unser Beigeordneter Herr Donhauser hat dort bestimmt auch ein hübsches Luxusbüro mit abbekommen. Wenn Sie mal darüber schauen, ich sehe es jetzt zwar nicht, sehen Sie da ein Gebäude, da steht obendran Freiheit für Lina, soll ja angeblich eine verurteilte Linksextremistin aus Leipzig damit gemeint sein, das ist die Robotron-Kantine. Und ich weiß genau, dass viele in diesem Stadtrat ganz scharf drauf sind, dass wir dieses Gebäude, eine Schrottimmobilie aus DDR-Zeiten, auch noch kaufen. Und wir wissen überhaupt nicht, wie das betrieben wird, wie die Folgekosten sind, alles unklar. Bin ja froh, dass das heute von der Tagesordnung erstmal wieder genommen wurde. Und was haben wir dann noch? Wir haben die ideologische Parkträumerei einer Klimaneutralität in Dresden. Ich habe vor ein paar Monaten eine Anfrage gemacht. Niemand konnte mir in der Verwaltung sagen, was der Spaß uns überhaupt kosten wird. Und jetzt wollen Sie auch noch die Vonovia-Wohnung zurückkaufen. Völlig sinnfrei das Ganze, weil wir damit keine einzige neue Wohnung in Dresden haben werden. Aber Stadtratssozialisten wollen ja glänzen. Und die SPD, ja, die SPD hat jetzt wieder ihre soziale Ader entdeckt. Die hat sie ja so gerade im Bund, hat sie ein bisschen verloren gehabt, aber in Dresden, wie sie jetzt im Dresdenpass ausweiten. Die Leute sollen denn zu Hause geschickt kriegen, sie sollen mehr Leistung kriegen, alles total toll, kostet nur Geld und niemand sagt von ihnen, wie viel und wo das herkommen soll. Und zum Schluss komme ich jetzt noch mal meinen Beispielen zu den absoluten Sparfüchsen in diesem Stadtrat, die Linken. Sie haben um die Mannheim-Reise, um ihren Antrag auf die Tagesordnung zu bringen, völlig sinnfrei Prozesskosten produziert, die natürlich letztlich jetzt als Einsparung verkauft werden soll. So richtig logisch verstehe ich das nicht, aber das werden wir dann im späteren Tagesordnungspunkt sicher dann noch besprechen. Ich kann nur sagen, ein absolut dilettantisches Manöver, absolut unterirdisch. Und was haben wir noch an Problemen in dieser Stadt? Ja, wir haben ein Problem mit der Finanzierung der Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen. Allein in diesem Jahr beträgt der Mehrbedarf 45 Millionen. Hat mir in Ihrer Rede irgendwie gefehlt, Herr Blödner. Die Asylfolgekosten sind unbeziffert, mehr Wohnraum, mehr Schulen, mehr Erzieher, mehr Sozialarbeiter und 43% der
Bürgergeldempfänger in Dresden sind bekanntlich Ausländer. Die Sozialkosten explodieren einfach nur über diese verfehlte Migrationspolitik. Die Asyleinwanderung destabilisiert die Finanzen unserer Stadt, können Sie sogar inzwischen im Fokus nachlesen, ist nicht nur von der AfD. Was können wir also tun? Wir können tun, dass wir diese Haushaltssperre erstmal wieder loswerden, denn ansonsten haben wir nämlich die nächsten anderthalb Jahre bis zum Ende des Doppelhaushaltes absolut nichts mehr zu melden in dieser Stadt. Der Oberbürgermeister wird entscheiden, was wichtig und was nicht wichtig ist, und wir als Stadtrat können beschließen, was wir wollen. Wenn es dem OB nicht passt, haben wir einfach Pech gehabt. Und wir wollen auch nicht nach Hause gehen, es wurde zwar Sitzungsgelder sparen, wir wollen diese Stadt gestalten. Und deshalb will die AfD-Fraktion drei Fragen stellen und beantworten. Was können und was wollen wir uns in Zukunft noch für diese Stadt leisten? Wie können wir die Staatsquote in dieser Stadt reduzieren? Das heißt, wie können wir Ausgaben auf Private verlagern, die das vielleicht besser, günstiger können? Möglicherweise können wir ja prüfen. Und wie kann die Verwaltung effizienter und vor allem bürger- und serviceorientierter werden? Nicht populistische Forderungen, wie zum Beispiel, wir haben es in der Zeitung gelesen, die Bergbahn einstellen, so ein Nonsens. Dresdenpass streichen, man kann ihn überarbeiten, aber völliges Streichen, absoluter Nonsens. Über solche Forderungen wollen wir uns nicht streiten. Wir wollen einfach ein finanzpolitisches Großreine machen in dieser Stadt. Und Sie haben ja vielleicht gesehen, wir haben inzwischen jetzt einen eigenen Antrag zu einem Nachtragshaushalt im System. Das wäre für uns der richtige Weg, um das auch umzusetzen. Vielen Dank. Soweit zur Fraktionsrunde, und dann erlaube ich mir für die Verwaltung auch noch zur Aktuellen Stunde selber Stellung zu beziehen. Zunächst gestatten Sie mir den Hinweis, ein bisschen erschrocken bin ich schon, dass sogar die Finanzpolitiker nie wissen, wer für was zuständig ist, weil wir haben, und das steht in der Gemeindeordnung, es gibt einen Fachbediensteten oder eine Fachbedienstete für das Finanzwesen, und die hat Sonderrechte. Und die haben wir im Einvernehmen, Sie und ich, gemeinschaftlich beschlossen. Und die heißt Frau Möckel. Und die Fachbedienstete für das Finanzwesen hat gewisse Rechte. Und zu den Rechten gehört zum Beispiel, wenn der Haushalt aus dem Ruder läuft, eine Haushaltssperre zu verhängen. Da muss sie den Oberbürgermeister gar nicht fragen. Natürlich haben sowohl in der Vergangenheit Finanzbürgermeister wie Hartmut Vorjahn, wie Peter Lames und natürlich auch eine Frau Möckel zunächst auch Rücksprache gehalten, und man hat sich mal darüber verständigt, was sind wesentliche Komplexe in der Haushaltssperre, die man dann beinhalten soll, wo man vielleicht Sachen nochmal diskutieren soll, sollen die sein, sollen die. Aber am Ende ist das eine Entscheidung der Fachbediensteten. Punkt. Und wir haben uns bewusst dafür in Abstimmung empfohlen, dass wir sagen, wir lassen das Thema Investition außen vor. Wir lassen bewusst das Thema Personalhaushalt außen vor. Wir haben schon ohnehin Schwierigkeiten, gute Fachkräfte in diese Verwaltung zu bekommen. Wir haben gesagt, wir lassen natürlich die Pflichtausgaben außen vor im Sozialbereich. Wir lassen den Jugendhilfebereich außen vor. Wir haben im Wesentlichen die Haushaltssperre über die freiwilligen Aufgaben der Stadt gefasst. Warum mussten wir eine Haushaltssperre verhängen? Und ich habe mich deswegen auch entschieden, obwohl wir das ja auch öffentlich gemacht haben, nochmal ans Mikrofon zu treten, denn es geht ja immer wieder in Vergessenheit unter, und es wird ja auch heutzutage nie mehr recherchiert, was wir da vorgestellt haben. Insofern nochmal dargestellt, was ist unser Problem? Unser Problem sind gegenwärtig absehbare Haushaltsausgaben, und diese nicht mehr bloß als Risiken zu bezeichnen in den meisten Fällen, sondern indem, dass sie faktisch eingetreten sind. Das sind die Auswirkungen des Tarifabschlusses für die städtischen Bediensteten, für die Eigenbetriebe und natürlich auch, das ist ja zu erwarten, dass die freien Träger selbiges Erwartungshaltung haben an die Bezahlung wie unsere eigenen Bediensteten. Wir haben deutlich gestiegene Sozialleistungen, die wir zu erbringen haben. Auch das
sind im Wesentlichen Entscheidungen, Gesetzänderungen, kommt leider mal darauf zurück, die im Bund gefallen sind, beziehungsweise sächsische Regularien, wie das Geld des Bundes dann in Sachsen verteilt wird. Wir erleben Energiepreissteigerungen. Wir haben die Anmietung, die hier im Rat beschlossen worden ist, der Lindnerstadt beschlossen, die entsprechend zu finanzieren sind. Wir sehen Mehrbedarfe in der Bewirtschaftung einzelner Bereiche, wirtschaftlicher Hilfen, Betriebskosten für die freien Träger im EBI-Kita, Amt für Schulen, Größenordnung von Geldbeträgen. Wir sehen, dass natürlich das, was wir an Personalkostensteigerungen haben, auch unsere Dienstleister an Personalkostensteigerungen haben und an Kostensteigerungen und natürlich da gehalten sind, auch diese Preisgestaltungen uns weiterzugeben. Insoweit deutliche Anstiege bei Sicherheitsdienstleistungen, Gebäudeversicherung, die wir zu bezahlen haben. Dann hätten wir uns natürlich gewünscht und das auch bei der Haushaltsstellung unterstellt, dass unser Club den Aufstieg in die zweite Liga schafft, hat leider nicht geklappt, musste entsprechend fiskalisch durch die Stadt abgesichert werden. Und wir sehen Verlustausgleiche für den EBI-Kita und für die Krankenhäuser in beträchtlichen Volumina als Risiken. Da könnten wir jetzt auch in das deutsche Gesundheitssystem reingehen. Warum ist das so? Warum klagen alle Gesundheitsträger, dass sie mit den Rahmenbedingungen nicht mehr die Leistung erbringen können, in dramatische Verluste hineingehen? Das ist nicht von den Kolleginnen und Kollegen hier oben gemacht, sondern das sind die Rahmenbedingungen, die wir entsprechend hier für die Stadt konstatieren müssen. Und damit kommen beträchtliche Mehrausgaben zustande. Und da haben wir noch nicht dabei, was von einigen Rednern angeschnitten worden sind, Thematiken, die wir im letzten Rat diskutiert haben, wie Bäder. Da haben wir noch nicht dabei, was wir gerade gehört haben in einigen Redebeiträgen, wie ÖPNV. Das sind alles noch weitergehende Risiken, die über dieses Thema hinauskommen. Und ich will es nochmal sagen, wir haben keine Einnahmeproblematik. Glücklicherweise könnt ihr uns auch noch drohen. Unsere Wirtschaft und unsere auch Einkommensteuer, das sind ja die wesentlichen Eigeneinnahmegrößen, die laufen stabil und wie man sogar hier sehen kann, in der Veränderung der Mai-Steuerschätzung besser, als wir es in der Haushaltsplanung angenommen haben. Also wir haben Mehreinnahmen. Und trotz, dass wir in der Haushaltsplanerstellung 2023/24 schon ein Großteil des zu erwartenden Jahresüberschusses 2022 noch verfrühstückt haben, kommen wir noch mit einem positiven Jahresergebnis raus, was noch jetzt zur Deckung der Summen eingesetzt werden kann. Bleibt aber, wenn man alles abzieht, ein Defizit von 57 Millionen Euro im laufenden Haushalt. Und dann erinnern wir uns ja, da wurden zunächst große Pakete im Bund geschnürt, was das Thema Asyl angeht. Wir haben es darüber diskutiert, davon kommen 6 bis 7 Millionen circa bei uns an, reicht aber nicht annähernd, um die Kosten zu decken. Das ist hier schon inkludiert im Übrigen und kommt nicht mehr zusätzlich. Dann hat der Freistaat sich ja auf massives Drängen der Kommunen hingesetzt und hat nochmal entsprechende Verhandlungen aufgenommen und hat, sagen wir mal pauschal, über jeden Stadt- und Landkreis 10 Millionen zusätzlich zur Verfügung gestellt. Und da gibt es noch ein bisschen was bei der KSV. Am Ende der Tage minimiert das etwas die knapp 58 Millionen, aber es bleiben Minimum noch 40 Millionen übrig, die weiterhin als Defizit im Laufenkalenderjahr sind und geschweige denn das, was uns in 24 blüht. Insofern kann man nur eines immer wieder sagen, bei den ganzen Aufgaben, die wir im Sinne des Konnexitätsprinzips als Kommune ausführen, ist eine auskömmliche Finanzierung in allen Politikfeldern notwendig. Und wenn wir dann sehen, dass wir in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Übertragungen von Aufgaben bekommen haben, Veränderungen bekommen haben, ob das das Wohngeld-Plus-Gesetz, ob das Bürgergeldgesetz ist, der Rechtskreiswechsel der Ukraine-Geflüchteten,
den Tarifabschluss jetzt TVÖD, die anhaltend hohen Inflationsdruck, alles macht einen massiven Druck auf die kommunalen Haushalte. Und wenn dann in einzelnen Politikfeldern, da kann man den ÖPNV nehmen, da kann man die Krankenhäuser nehmen, da kann man das Thema bei dem, auch beim Wohngeld, die Personalstellen, das ist ein Großteil des Aufwuchses, den wir haben, dass wir dieses schnell an unsere Bürgerinnen und Bürger heranbringen können, das bezahlen wir alles mit kommunalem Geld, ohne dass wir dafür irgendeinen Ersatz bekommen. Das ist unser Problem. Und das führt zu dem, dass wir genötigt sind, nach Jahren wieder eine Haushaltssperre zu verhängen und eben schauen müssen, wie wir auf der einen Seite kämpfen, und das macht die kommunale Familie, auf allen Ebenen eine bessere Finanzausstattung zu bekommen, aufgabengerecht, und zum Zweiten müssen wir eben schauen, wo wir Prioritäten setzen, über Standards diskutieren, der Aufgabenerfüllung, um im Rahmen unseres Budgets zu bleiben. Das vielleicht in Ergänzung zu dem Vorgesagten von seitens der Verwaltung. Vielen Dank. So, damit haben wir die zweite Aktuelle Stunde geschafft. Jetzt kommen wir zu den vorgezogenen Anträgen. Da haben wir zunächst den Tagesordnungspunkt 31. Hier ist die einreichende Fraktion, die Dissidentenfraktion. Danach gibt es Anträge, die einen Ersetzungsantrag von mir selbst, Ersetzungsantrag AfD und einen